Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Mal wieder ganz live und in Farbe. Ja, mich gibt's jetzt sogar in Farbe. Oder vielmehr das Spiel. Ja, ich hab mir gedacht, jetzt versuch's es nochmal mit dem T25-2. Wenn ich das sehe, hätte ich's vielleicht lieber doch nichts machen sollen. Ich bin ja kein Freund von T7 in T9. Und mit meiner Kanone ist es ein Problem, da ich eine 170 Penetration habe. Das war auch ein Problem in einem Let's Play, in diesem ersten vor... Ne, gestern war das, habe ich es aufgenommen. Joa, weil ich da... Ja, mich etwas aufgeregt habe dann. Und etwas auch verblüfft war, weswegen die Kanone so schlecht ist. Aber das wisst ihr ja vom letztendlichen Let's Play, was ich dann ja so aufgenommen habe. Ich überlege gerade, wie die fahren, weil wenn die hier rumcampen... Würde ich mitmachen. Ansonsten würde ich da hochfahren. Obwohl, nee, mache ich nicht. Ist mir zu... Doch, mache ich. Mache ich doch. Oh, der T71 nimmt hier Worte in die Hand. In den Mund. Ja, weil, na, ich hatte jetzt gerade überlegt, dahin zu fahren, aber da ist es mir doch etwas riskant, weil der Panzer halt leider keine Panzerung hat. Und wenn man da getroffen wird. Platz, Platz, Panzer tot. Aber es ist schon unglücklich geworden, dass wir T7 sind. Aber naja, ich würde sagen, wir machen das Beste raus. Wir haben überlegen, ob ich vielleicht hier sogar stehen bleibe. Genau deswegen. Damit ich da auch schon mal etwas Damage krallen kann. Nein, so. Alter, was soll das denn? Fail. Ignoriert das Ganze. Ich hoffe, derjenige macht das jetzt nicht nochmal, sonst kriegt er gleich einen auf die Phrasen. Sieht auf jeden Fall relativ voll da hinten oben rechts aus. Da hinten oben rechts. What? Also ich weiß, dass man da ja hochkommt, aber da kommt ein KV... Ach, der KV 13 nicht nur. KV 1 da oben. Nice. Ja. Heute im Stream 20 Uhr. Mal 3 Farm. Ich habe mega Bock drauf. Generell WOT gerade. Ich weiß nicht warum. War Thunder kann ja eigentlich nicht der Grund sein, weil es ist ja ein Spiel. Aber ich habe echt Bock auf das Spiel. Auf das Spiel. Und ja, mal gucken. Bin gerade mal ein bisschen überlegen. Ich habe ja bis jetzt immer so Platoons aus dem Stream genommen. Aber das ist dann da durchaus etwas durchwachsen. Deswegen überlege ich mir mal etwas festere Maßen zu gehen. Mal gucken, wer da online ist. So schnell wahrkommen. Grüße an dich. Mit dir hatte ich ja sehr viel Glück. Oder keine Ahnung, lief sehr gut, sagen wir es so. Aber ist auch ein ganz guter Spieler. Kann man ja, glaube ich, mal sagen. Nebenbei. So, da haben wir dann AMX. Oh, aus AOS. Das ist jetzt kein Noob-Clan, würde ich mal sagen. Das ist jetzt blöd gelaufen. Nicht der Pro-Clan, aber man sieht ihn doch öfters. Und. Joa, wie gesagt. Nicht negativ. So, aufgefallen. Und. Wenn etwas schon nicht negativ ist. Negativ aufgefallen ist, dann. Ja, mega geile BWZ, dass du da so blöde stehst. Guck mal, ob ich da noch. Ach, komm, jetzt fahr! Ach, ich will die Herrock. Oh, ich dachte schon gar, das wäre ein Löwe. Das ist ein Blumen VK. D. Haben wir natürlich Glück, dass wir na, die etwas. Leichteren Ziele haben. Abgesehen vom WZ. Aber Respekt, also dem T71, der ist jetzt ja nicht ganz so gut. Der ist aber echt gut weggekommen. Also. Respekt. Echt gut. Ja, aber sieht nach einem Win aus. Das freut mich. Weil mit einem 7er in einem 9er bitte 1000 Schaden. Klar, bis jetzt noch nicht an 9ern, aber. Trotzdem.
kann ja noch kommen. Ja, der T-71, der ist echt gut abgehauen, das muss man sagen. Das war jetzt blöd. Er ist offen, partout in dem Moment fahre ich natürlich vor. Ja, Treffer. Die Kanone ist eigentlich cool, nur diese mangelnde Durchschlagskraft ist halt mal manchmal so ein Problem. Hat halt leider auch keine Panzerung. Jetzt bin ich aber doch irgendwie am Arsch. Weil unsere Su hier abgeschmiert ist. Ich weiß leider nicht gegen was. Ich kann ja jetzt leider auch nicht vorfahren wegen dem da. Wo ich jetzt auch noch durchgekommen bin. Ja. Das kann man jetzt, da kann man jetzt auch nicht, kann ich jetzt auch nichts machen. Aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung. 1800 Damage, darunter 200 an dem WZ hier. Der ja auch ein 9er ist. Und ich würde sagen, wenn wir das jetzt noch gewinnen, kriegen wir ein schönes Mal 3 hin. Warum springt er jetzt nicht? Danke. Das sieht ja auch nach dem Sieg aus. Wohl das noch. Ja, der WZ muss sich hier beeilen. Der sollte da nicht so viel Angst haben, weil das ist ja nur ein Komet, der macht den nicht One-Hit. Okay. How the heck did the cover the god there? Achso, ja, da kann man ja irgendwie hochfahren. Ich weiß es selber nicht, aber man kann es. Ich glaube, dadurch über die Treppe da, ich gerade hier so hinzoome, kann man, glaube ich, hochfahren und sich hochpushen lassen. Bin mir nicht sicher, da sieht jetzt aber gar nicht so was von unknapp hier aus. Durch die Panzer hier und die jetzt hier auf unsere Kappe halten und man sieht schon, der ES-3 kassiert ordentlich, die E-75 sind gleich aufgedeckt. Kein gutes Zeichen, auf keinen Fall. Wenn sie den Jagdtiger jetzt, macht den Jagdtiger fertig. Okay, wir haben gekappt. Nice one, guys. Gutes Gefecht. Freut mich. So. Ja, na, nicht ganz so gut, wie ich eventuell gedacht hatte, aber ich würde sagen, das läuft. Ja, 2100 Schaden mit 9 Schuss, also eigentlich ein ganz super Panzer. 23.000 Credits und 3.000 XP. Und warum habe ich da XP drauf? Ich würde sagen, wir drehen gleich mal noch eine Runde, weil kann ja auch eine schlechte Runde geben und dann hat man so beide Seiten gesehen. Jo, hier sind wir nur in T8, also nicht ganz 9, ist auf Damage relativ praktisch, weil hier begegnet man durchaus an Gegnern, wo wir so oder so nicht durchkommen und auf Damage könnten wir dann die umkreisen eventuell oder halt flankieren und dann halt dadurch dann durchkommen. Na, gucken, ich glaube, ich fahre auch hier oben durch die City. Die haben nämlich nicht ganz so starke Mediums, wenn man mal den Pershing wegnimmt. Das Einzige, wo ich mir so Sorgen mache, ist der Ferdi. Stock ES3, nicht gut. Guck aber erstmal, was da lang fährt, weil ich fahre da auf keinen Fall lange lang. Wie es ausschaut, fahren da doch ein paar Panzer lang. Ja, der werde ich wohl mitfahren. Sind zwar nicht so viele hier, aber hier haben wir einen K1S. Die Finale, das ist natürlich jetzt die dümmste Idee, die sie haben können. Da hinten stehen. Das hilft nämlich niemand. Niemanden. Die rote Linie. Die rote Linie begleitet einen seit Anbeginn der Zeit. Seit Anbeginn von WOT. Meine Meinung, die gab es echt schon seit Anbeginn von WOT. Ich muss meinen Scope hier nochmal ein bisschen editieren. Gefällt mir nicht ganz so hier. Ich mag diesen Kreis nicht ganz so. Ich guck mal auf die Minimap. Solange jetzt nichts kommt. Warte mal. Steuerungs. Nee, das ist richtig. Ein weißer, genau. So. Sieht man das, finde ich, ein bisschen besser. Wenn die Leute, die sich fragen jetzt hier, was ist jetzt hier mit dem
blauen, dunkelblauen Teil. Das ist das Server-Crosser, das findet ihr hier. Spiel. Server-Crosser. Läuft hier nicht optimal, nicht ansatzweise, muss ich es leider sagen. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Sehe leider auch nichts, wirklich. Ja, der ist jetzt anscheinend da reingefahren. Na, ich bin wahrscheinlich auch schon wieder offen. Sehr unpraktisch hier. Sehen mich halt sofort, das ist echt blöd. Na, weiter kann ich gar nicht mehr weg. Da bin ich jetzt Geschichte. Aber der Damage ist echt gut. Alter, was erwartest du? So, entweder haben sie mich jetzt, sehen sie mich jetzt gerade nicht. Oder sie wollten einfach den Leo fokussen. Oder haben ihn gefokust. Muss ich da auf jeden Fall mal helfen. Shit. Shit, 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 shit. Jetzt bin ich offen. Na, ich vertraue der Hellcat nicht. Ist leider hier nichts mehr offen. So, das schreibe ich jetzt. Ich weiß, ich soll nicht so viel flamen, aber sorry, das war jetzt einfach nur eine ganz, ganz schlechte Aktion. Da hinten rumzustehen und halt gar nichts hinzukriegen. Okay, der ist. Hat nichts an Damage bekommen. Stand halt echt rum, like a bot. Was ich wohl so von den hier 11.000 Gefechten irgendwie schon erwartet, dass man da schon mal irgendwas kann. Muss sagen, hat auch ein bisschen Glück, dass die Gegner sich da aufhalten lassen haben. Die hätten ja einfach durchrushen können, aber ich hätte ich wesentlich weniger Damage machen können. Aber naja, jetzt habt ihr auch mal einen Loose. Ist auch was Schönes. Für euch, nicht für mich. Könnten wir aber sogar noch schaffen hier. Das ist auch sehr geil hier. Sehr, sehr gut aus. Ah, okay. Ja, doch schwierig, bis gar nicht geht's. Ja, der Hackett, das ist klar, der hat mir jetzt nicht geholfen, dass man es immer in den Raum gestellt. Aber dass er halt auch nicht den ES da aufhalten konnte, der da rankam oder den Jagdpanther. Also wenn man da schon so rumgammelt, erwarte ich da schon irgendwie, dass er immer schafft. Aber naja. Ist jetzt natürlich blöd. Die ballern jetzt auch in die Ketten, oder wie? Sind jetzt natürlich einige mehr geworden. Ah. Kriegt er von überall rein. Er sieht die nicht, leider. Und die haben sich hier auch etwas aufhalten müssen. Aber naja. Ich habe meine Leistung gebracht, würde ich sagen. Da kam einfach irre viel, was ich nicht erwartet hatte darüber. Und komisch, dass die hier in der Stadt so verkackt haben. Ah, gerade mal zwei Panzer zerstört, darunter ein Scout. Ich meine, hier war ja nur der, was war hier? IS, KV-2, KV-4 und AMX. Tiger 2 war oben, IS war oben, Pershing war oben. War schon einiges oben. Ah, nee, gar nicht, der AMX war da gar nicht. Da am X war ja bei uns oben. Sind aber alle Lowlife. Ah. Feuer. Nicht gut. Komm, schnapp dir noch einen. Links. Schade. Naja, jetzt haben wir einen schönen Win. Und einen schönen Boost, würde ich sagen. Das passt dann eigentlich perfekt. Ja. Das ist natürlich auch schon wieder Fail.
Als Siebener hier den meisten. Oh mein Gott. Also Stock hin oder her, aber erstmal 7 Schüsse zu verschießen von 8 und dann 0 Damage. Fragwürdig. So, Hellcat. Ach, die hat auch noch. Ach so, die hat sogar Damage gemacht. Ja, war da einfach ein bisschen unnötig an der Stelle. Jo, naja, was haben wir bekommen? 13.000 Credits, 439 XP passt also eigentlich fürs Durchleveln des Panzers würde das ja, gut passen. Naja, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tödelö.